your general. Ja, die Attacke war einfach nur Blödsinn. So, und wer ist da ins Teamspeak gekommen? Der Riku. Du streamst ja immer noch. Ja, und du hast ihn durchgeschlafen. Ja. Aber ich bin in den letzten Zügen. Übrigens, Riku, du hast dich schon wieder entwickelt. Yay. Und wann das nächste Mal? Ja. Yeah, of course, it's your only way to communicate with me, because I'm totally not capable of speaking English. Ih, Riku. Guck mal, wer da ist. Ah. So, das Vieh beißen wir mal noch schnell. Oh, welchen Weg muss ich denn hier jetzt nehmen? Was? Hä? Oh Gott, ich werd müde. Ein wildes Roskara. Ja, und vorhin hat er schon gemeckert, weil ich schon überlegt hatte, offline zu gehen. Und dann sagte er, oh, jetzt bin ich gerade mal hier und dann willst du offline gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, na gut. Ja, na gut. Was macht das wieder? Riku! Was denn? Nukichu muss meine effektive Attacke erlernen. Sag ihm das. But Jiggy is special, trust me, he's special. Jiggy isn't just your average kind of spammer, he's a special spammer. Jiggy is a special spammer. Mit dir darf ich Deutsch reden. Okay. Rico, wovon hast du denn geträumt, während du uns zugeschnarcht hast? Ich hab nichts geträumt, beziehungsweise erinnere mich eh nicht dran. Dann hast du ja halbwegs gesund geschlafen. Ich sag jetzt mal nicht, welche Bedeutung von Special ich meine. Das würde das Ganze ja entmystifizieren. Er könnte seinem Pokémon eine riesige Freude bereiten, indem er mich besiegt, sagt er. Ich glaube, er würde ihnen eine riesige Freude machen, indem er den Kampf mit mir vermeidet. Oh nein, er hat Nukichu getötet. Was mache ich jetzt nur?
Gesunder Schlaf. Die Tatsache, dass man sich an Träume erinnert, ist häufig darauf zurückzuführen, dass man nicht richtig geschlafen hat bzw. falsch aufgewacht ist. Ansonsten erinnert man sich von Natur aus nicht an Träume. Und warum auch immer das so ist und wo auch immer ich das gehört habe, obwohl es eventuell totaler Blödsinn ist. Rico, du bist OP. Oh, Schoko entwickelt sich. Ich hatte das mal irgendwann irgendwo gelesen. Du sagst da mal nichts zu. Ja, du weißt es nicht besser. Chef rum. Dum 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 dum. Ne, warte mal, das ist das Falsche. Das ist richtig. So. Oh, wo lang geht's denn jetzt hier? Nein! Warum zur Hölle bin ich da runtergerutscht? Wenigstens konnte ich meine Pokémon heilen. Wie ärgerlich das ist. Jetzt gehe ich einen Teil der Höhle einfach nochmal. An dem männlichen Sheik. Ja, der war schon männlich. Das wieder los. Ja, das wird niemals aufhören. Oh, ein Pantimos. Das kann ich ja auch töten. Ich will gar nicht wissen, wie einfach der nächste Arena-Kampf wird. Dabei habe ich nicht mehr bewusst trainiert. Ich habe einfach nur erkundet. Und getötet. Das wird er nie vergessen. Rico, du bist Level 38, hör mal auf damit. Ja, dann... noch den EP-Teiler aus. Ja, natürlich, das klingt sinnvoll. Das klingt nach etwas, was ich unbedingt tun muss. Bam, bam. Weißt du, was krass wäre?
Riku. Was denn? Wenn du den EP-Teiler noch wie in den ersten Editionen klonen könntest. Start random Level-Ups. Wenn das überhaupt funktionieren würde. Wer weiß. Kriegt dein Out-Pokémon, das gekämpft hat, weniger EP als die anderen. Ich bin der Schatten, der die Spiegelhöhle durchwandert. Ja, schön für dich. Mein lieber Wanderer. Garnuvel. Ach, das Krokofee. Oh mein Gott, die Weiterentwicklung des Hasens ist ja noch schlimmer. Ist wunderschön. Hast du eigentlich noch Bedenken, dass ich die Top 4 im ersten Anlauf schaffe, Riku? Klar. Okay. Oh, da Dignis entwickelt sich. Warum auch nicht? Muss ich jetzt A drücken? Oder was erwartet das Vieh von mir? Ba, bam, bam, bam. So. Und jetzt sollten wir aber für heute mit der Entwicklung durch sein. Stimmt, du musst ja dann dauernd die Bilder aktualisieren. So, das an der Ecke war wohl dann eine Abkürzung zurück in die Höhle, beziehungsweise zum Durchgang der Höhle, wenn ich hier nochmal her muss. Sowas ist immer nett. Naja, schau dir mein Team an. So viele Pokémon, die die Bilder erneuert haben müssen, habe ich bald nicht mehr. Ich habe im Moment nur noch zwei, die sich überhaupt entwickeln können. Der erste wurde ja in einer gefunden. Na nun, du hast keinen blassen Schimmer, was es mit dem Wahrspiegel auf sich hat. Nun, das ist ein Spiegel, mit dem man Boreus, Volteus und Demantus in ihre wahre Gestalt zurückverwandeln kann. Okay, aber da unten war noch ein Weg, den ich vorhin nicht genommen habe. Jetzt sieht es endgültig kacke aus. Ich habe eh nicht vor, das Vieh zu behalten. Es ist im Moment nur mein Flugvieh für den Fall, dass ich Fliegen bekomme, bevor Glurak fertig ist. Und wenn man bedenkt, dass
Glutexo schon auf Level 34 ist, ist es nicht mehr so wahrscheinlich, dass ich Fliegen davor bekomme. Oder Rico? Ha? Was sagst du? Ist nicht mehr so wahrscheinlich, dass ich Fliegen bekomme, bevor ich Glurak hab. Nö. Ach so, die Leisten mit meinem Pokémon. Ja, das wird noch gefixt. Was ist das hier denn noch für ein extra Weg? Oh Gott, hier ist noch ein Riesenteil in der Höhle. Wahrscheinlich mache ich jetzt das endgültig Unnötigste vom Unnötigsten. Egal. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Da, 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 da. So, lass das ein gutes Item sein. Die Erdtafel. Sind das nicht die Tafeln für Arceus? Rico? Ja, die kriegt man da überall verteilt. Ja, yeah, aber das sind doch die Dinger für Arceus, oder? Ja. Voll sinnvoll, dass das Pokémon 17 Tafeln hat. Nee, warte mal, 17, 18, 19 Tafeln? 18 Pokémon-Typen, das ist die merkwürdige Fragezeichentafel? Ein wildes Pantimos erscheint. Und es wird gebissen. Zweimal hintereinander. Egal, ich gehe jetzt hoch. Da vorne komme ich nicht hin und gut ist. Oder wie mache ich das mit meiner Pokémon-Leiste jetzt? Ich glaube, an und für sich, der hier gehört dahin. So. 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 Und so muss das doch, oder Rico? Ich guck grad nicht. Ja, dann guck jetzt. Das ist die eindeutig beste Sortierung, die ich jetzt hab. Irgendwas, mein Stream funktioniert schon wieder nicht mehr. Steuerung F5, ne? Ja, ja. Das ist doch eindeutig die beste Sortierung. Oh ja, das ist gut so. Lass das. Alles klar.
So, für diejenigen, die sich jetzt wundern, ja, ich drehe ein bisschen durch, allerdings hört der Stream auch gleich auf. Es sei nicht ihr mich, aber den Teil, den ich jetzt hier durchgehe, ist eh schon bekannt. Von daher, genießt Glutexo. Sag Glutexo mal, es soll weggehen. Okay. Dann machen wir das hier doch ein bisschen anders. Oh, das hier ist ja richtig geil. Wie die hier alle ins Bild gucken. Das ist jetzt so, so lasse ich das für immer, oder? Und den dahin. Und wir sind aus der Höhle raus. Das heißt für mich, dass ich jetzt speichere, die Liste in Ordnung bringe. Und euch beim nächsten Stream sehe, der höchstwahrscheinlich morgen ist. Bis dahin, ciao ihr Lieben und danke fürs Einschalten. Rico, willst du auch noch was sagen? Tschüss. Und ihm tut's leid, dass er eingeschlafen ist. Nee, eigentlich nicht. Doch. So.